Na, 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 Sander! Ja, was hat AC/DC mit unserem wunderschönen Zweier-Coupé zu tun? AC/DC wurde in den 70er Jahren gegründet und der Ursprung des Zweier-Coupés stammt ebenfalls aus den 70ern, der 2002 BMW. Thunder Truck, Thunder Night Metallic. Was für eine wahnsinnige Farbe! Nun unser BMW M240i Coupé. BMW ist klar, wofür es steht. M ist M Performance, das heißt nochmals sportlicher zur Serie. 240 ist ein wunderbarer Motor, aber dazu kommen wir später, fahrdynamisch. Und ja, X-Drive über alle vier Räder treibt er an und das werden wir auch gleich mal so ein bisschen erfahren. Was ist besonders? Wunderschöne flache Scheinwerfer, eine Lichttube vorne, ein Doppelscheinwerfer-Design. Er hat die horizontal ausgerichtete Niere, die Flaps ein bisschen nach hinten gesetzt, Luftklappensteuerung, das heißt, die sind geschlossen, der Motor wird schneller warm und gehen dementsprechend während der Fahrt auf. Wir haben die Lufteinlässe diagonal angeordnet, wunderschön gehalten. Absolutes Highlight, der Powerdome hier auf der Motorhaube. Ganz markant schaut da oben raus. Wenn wir zur Seite gehen, das Fahrzeug ist insgesamt 10 cm länger geworden zum Vorgänger, 6 cm breiter. Das schauen wir uns später an. Eine Höhe von 1,39, das ist nicht viel, nochmals flacher, nochmals dynamischer gehalten. 19 Zoll Räder, Schwarz-Hochglanz, eine rote M-Sportbremse, M-Shadowline erweitert. Die Spiegelkappen sind in Schwarz-Hochglanz und ganz schön markant auch der Seitenschweller in Schwarz-Hochglanz lackiert. Gehen wir nun zum Fahrzeugheck und schauen wir mal, was er von hinten kann. Habe ich zu viel versprochen? 1838 mm in der Breite. Wahnsinnige Radhäuser. Super rausgestellt, extrem breit. Ich bin mal gespannt, was er gleich auf der Straße macht. Ganz neu, unsere Heckleuchten in Rauchglasoptik. Auch super sportlich gemacht, schön geschwungen. Dann haben wir hier die vertikal angeordneten Reflektoren. Runtergezogen. Den markanten Heckdiffusor. Doppelauspuff, trapezförmig hier beim M240i. Alle Zweier-Coupés haben serienmäßig einen Doppelauspuff. Wunderschöne Hecklippe auf dem Kofferraum. Und im Kofferraum haben wir Platz. 390 Liter passen hier rein. Und das ist schon eine ganze Menge. Serienmäßig bei dem Coupé ist die umklappbare Rücksitzbank. Das heißt, wir können den Stauraum doch sehr zügig erweitern. Jetzt kommen wir aber zum Schönen. Ich habe richtig Lust, das Wetter ist super und ich nehme Sie einfach mal mit. Lassen wir das Auto fahrdynamisch testen. Ja, Salz in der Suppe oder wie nennen wir das? Jetzt sind wir im Fahrzeuginneren angekommen und ich darf endlich mal das machen, was richtig Spaß macht. Sonnenschein und M240i fahren. M240i ist ein Reihensechszylinder. Der hat 374 PS und 500 Newtonmeter. Das ist der absolute Hammer. Der schiebt von 0 auf 100 in 4,3 Sekunden. Zum Vergleich, 2016 haben wir den M2 gelauncht. Der hatte 370 PS und war minimalst langsamer, wie hier dieses M240i Coupé. Weitere Motoren haben wir natürlich auch im Angebot. Wir haben einen 220i im Angebot, der hat 184 PS. Wir haben einen 230i im Angebot mit 245 PS, einen 220 Diesel mit 190 PS, der auch 400 Newtonmeter hat. Also es ist schon eine tolle Produktpalette. Von den Ausstattungsmerkmalen gibt es das Coupé in der Basic-Variante. Dann gibt es das Coupé im M-Sport.
Sportmodus natürlich, also mit einem M-Sport-Paket und ein M-Sport Pro-Paket, wo nochmals besondere Features mit enthalten sind. Hier bei dem M240i haben wir natürlich All-In. Der Wagen hat ein wunderschönes Glasdach, das ist nochmals größer. Ja, wir haben es offen, die Sonne scheint, der Innenraum ist super hell. Das ist es, was ein Glasdach so ausmacht. Einfach klasse. Ich sitze in den Sportsitzen drinnen, wie immer bei BMW. Absolut geil. Super Halt. Also da kann man auch mal getrost 500 Kilometer fahren. Man steigt aus und denkt, man ist gerade mal um die Ecke gefahren zum Bäcker. Schön designtes M-Lederlenkrad, die Griffe in neuer Optik. Also das ist schon wirklich ein Gedicht. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich mal von der Autobahn runter sind, mal so ein paar Kurven erhaschen, um einfach mal zu schauen, wie liegt das Auto denn, wie funktioniert das X-Drive und vor allen Dingen, wie arbeitet das Fahrwerk in dem Fahrzeug. Optional gibt es natürlich auch noch ein adaptives Fahrwerk. Das heißt ganz einfach, wir können vorausschauend fahren. Das Auto merkt selber, welche Fahrsituation sie gerade haben. Also das heißt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen Attacke blase und wir fahren ganz schnell um eine Ecke rum, dann setzt er die Dämpfer direkt auf Sport und macht das Fahrzeug so dementsprechend straffer. Wenn wir über eine holprige Strecke fahren, dann lässt er natürlich auch die ein oder andere Bodenwelle zu. Ich schaue hier auf mein großes digitales Display. Alle Funktionen, die ich brauche, habe ich direkt vor mir. Tacho, Drehzahlmesser, Leistungsanzeige, das Head-Up-Display schön vorne in der Front. Ein großes weiteres Display, wo wir das Navigationssystem drüber haben. Professional, alle Features, die man sich hier vorstellen kann. Zu bedienen, wie gewohnt, über unser iDrive-Controller. Auf dem kann ich natürlich auch über die Touch-Funktion schreiben. Ich kann mit dem Gerät sprechen. Das ist auch eine tolle Geschichte. Also mittlerweile ist die Sprachsteuerung hervorragend in den Fahrzeugen. Ja, kommen wir zum Fahrdynamischen und jetzt blasen wir mal richtig an. Fahrdynamisch. Ja, wir rollen jetzt aus der Ortschaft raus. Ich schalte ihn schön manuell hoch hier im Steptronic-Getriebe. Serienmäßig übrigens beim Coupé Automatikgetriebe oder hier beim M240 das Steptronic-Getriebe. Das Getriebe hier hat auch eine besondere Funktion, Sprintfunktion. Eine Sekunde links an der Schaltwippe ziehen und er geht direkt in einen anderen Modus. Sprintfunktion heißt, er verändert die Kennlinie, Motorsound und dementsprechend auch das Ansprechverhalten. Ja, wir haben den schönen Reihensechszylinder hier. 374 PS, der schiebt wie Sau, wie ihr hören könnt. Fahrwerk liegt wie eine 1. Das ist ein absolutes Phänomen. Zum Vergleich, der Audi hat nur einen Vierzylinder. Also ich glaube, der wird jetzt hier auch einfach nur noch das 6 sehen. Rechts, links, einfach in die Kurven reinschalten. Der macht einen Höllenspaß. So, mal kurz konzentrieren. Jawohl, das haben wir geschafft. Ihr seht, ich muss einfach nur lachen. Das ist einfach irre, was der abschiebt. M240i Coupé ist so im Serienbereich wirklich mit das Geilste, was es gibt zu fahren. Zweite Generation, Zweier Coupé, einfach gelungen. Mein Fazit für heute, Wahnsinnsauto, wunderbare Fahrcharakteristik. Er schiebt irre ab, super Fahrwerk, Handling, alles perfekt. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach unseren Kanal. Wir freuen uns natürlich darüber und wir zeigen Ihnen dieses Jahr noch einiges an Highlights. Als nächstes zum Beispiel den BMW i4, rein elektrisch, fahrdynamisch. Schauen Sie auch mal ein bisschen zurück. Also wir haben schon in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Uns freut es natürlich, wenn es Ihnen auch gefällt. Wir würden uns freuen, wenn Sie in unsere Autohäuser kommen, egal ob bei der Hanko oder bei Hackford. Begrüßen Sie unsere Verkäufer. Sprechen Sie mit ihnen über das wunderschöne Auto, machen Sie eine Probefahrt, seien Sie so begeistert, wie ich es auch bin. Es ist einfach wahnsinnig und ich würde sagen, bis bald. Ich freue mich auch auf Sie. Ciao!